Heilige Scheiße, war das eine Geburt, ey. Heute ist ja ehrlich schlimm. What the fuck, Mann? Jetzt sind wir wieder da scheinbar. Es kann's ja nicht geben heute. WLAN, ich weiß nicht was. WLAN, YouTube-Server, OBS, da macht wirklich, hä? Ganz wilde Faxen heute. Ist ja ganz schlimm bisher. Heilige Scheiße. Wenn ich darauf auch nur irgendwie Einfluss hätte, wäre es halt schön, ne? So, erste Ecke für Augsburg. Natürlich auch immer top, weil dann natürlich wieder alle weg sind, weil sie glauben, der Stream ist aus. Ist auch super viele Zuschauer. Aber ich habe darauf wirklich leider keinen Einfluss, Digga. So eine Scheiße, ey. Wirklich wahr. Ah! Okay, die Ecke war nicht verkehrt. Guter Kopfball von Augsburg. Oh, schön, Massimo. Ja, geht vorbei. Geht vorbei. Abschluss! Ah, schlechter Schuss. Die Davi-Nachschuss. Ey, der war ja genauso schlecht wie der Schuss von Massimo. Der Nachschuss war genauso schlecht. So, Massimo. Der Ball kommt auf Kalajdzic. Der lässt ihn liegen. Förster! 1:0, Philipp Förster. Schön gespielt, Jungs. Schön gespielt. Sehr schön. Da ist das 1:0. Philipp Förster. Ja, die behindern sich da beide. Und dann Massimo chippt das Ding rein. Kalajdzic lässt liegen. Und Förster mit dem 1:0. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Ich pack den Förster Goat rein. So ein Ding ist das. Schönes Ding. 1:0. Ja, jetzt zwickt es bei Massimo. Perfekt. Top. Beim nächsten zwickt es. Also, bald können wir für die letzten zwei Spiele nicht mehr 11 Mann auf den Platz stellen, wenn es so weitergeht. Euer Ernst? Ah, Digga, gar kein Bock. Digga, so kein Bock. Super, jetzt muss Massimo raus. Ach, come on, ey, ist das euer Ernst? Jetzt macht er zwei wirklich gute Spiele, zuletzt auf rechts. Kriegt so ein bisschen hin, sich in die Startelf zu spielen. Jetzt muss er ausgewechselt werden. Perfekt, Digga. Langer Ball jetzt. Oh, der kommt durch. Vargas, Richter und Bredlo. Wichtige Parade. Schlechter Schuss auch von Richter, aber wichtige Parade. Bredlo sammelt sich hier mit ein paar Paraden sein Selbstbewusstsein zusammen. Finde ich wichtig, finde ich gut. Jetzt Richter. Abschluss. Boah, gut gehalten, Bredlo. Gut gehalten, Bredlo. Also wie gesagt, ein Unschied wäre hier deutlich verdienter bis zum jetzigen Zeitpunkt. Den holt er gut raus, der Bredlo. Den holt er gut raus. Karasor kommt für Mavropanos. Das nächste verletzungsbedingte Ding. Es ist sehr unfassbar. Also es ist wirklich, diese Sort auf bitte einfach vorbei sein mittlerweile. Es nervt nur noch mit den Verletzungen. Es nervt nur noch. Flanke kommt. Da fällt das 1:1. Langer Ball nach hinten. Kopfball reingebracht. Und dann verwertet Niederlechner aus einem halben Meter vorm Tor. Ja. Muss jetzt nicht sein. Aber vielleicht. Mal gucken. Abseits ist immer noch ein bisschen im Gespräch, aber ist halt schwierig, wie genau man da guckt dann. Ein bisschen unnötig halt, aber am Ende des Tages bisher verdient es Unentschieden. Mal gucken, ob vielleicht irgendwie Abseits ist, weil Kempf springt da halt so Kung-Fu-mäßig hoch, aber man muss ja halt gucken, von wie man da drauf schaut. Das war schon eng, aber Treffer zählt. Kein Abseits. 1:1. Das heißt, Koulibaly bleibt doch draußen. Koulibaly bleibt draußen. Mal gucken, ob es Vorsichtsmaßnahme ist oder ob es wirklich eine Verletzung ist. Wäre ja die nächste. Jetzt kommen Tommy und Chulinov. Finde ich in Ordnung. Selbst die Konter ersticken im Keim. Ja, es ist schon recht frustrierend, was passiert. Mein Augsburg macht es ja auch nicht verkehrt. Das Unentschieden ist hier bisher vollkommen verdientes Unentschieden. Aber trotzdem, besiegt doch bitte Augsburg zu Hause. Ich mag wirklich an die Aufstiegstruppe keine großen Ansprüche stellen, wie ich gerade auch nochmal ein bisschen geschwärmt habe. Du hast eine völlig problemlose Saison gespielt quasi in Sachen Abstieg, in Sachen Abstiegsängste. Jetzt Tommy, Abschluss! Ah, aber immer mal ein Abschluss, Kikiewicz hält das Ding und Eckball. So, Chulinov, Flanke rein. Kalajdzic 2:0! Sascha Kalajdzic! 2:0, 2:1. Sascha Kalajdzic! Ich sehe noch eine minimale Gefahr mit Abseits hinten bei Chulinov, bin ich ehrlich. Aber Sascha Kalajdzic mit einem 2:1. Ich muss auch dazu sagen, aus dem Nichts. Aber wir nehmen die Dinger mit. Langer Ball. Nee, war kein Abseits bei Chulinov. Kein Abseits. Ähnlich eng wie bei Augsburg vorhin. Kein Abseits. Wir führen mit 2:1. Sehr schön.
Und dann Kalajdzic, der geht halt nicht mehr richtig hoch, ne? Der steht gefühlt noch. Zwei Leute stehen bei ihm. Schlechtes Timing von Augsburg hinten. Schlechtes Timing, schlecht verteidigt hinten von Augsburg auch. 2:1 Führung. Sehr schönes Ding. Wir sind Weltmeister, DFB-Pokal, alles. Genau so ein Ding ist das, Digga. Genau so ein Ding ist das. Jetzt vielleicht Förster. Ja, Chulinov, auf geht's. Was für eine Kontermöglichkeit. Chulinov runter auf Förster. Oh, Fipsi Förster, Mann. Mann, Fipsi, mach es doch. Fipsi, mach es doch. Mann. Das hätte es 3-1 sein können. Können wir abfangen. Ja, Tommy hat den Ball. Schön runter auf Förster. Ah, den hält er. Gut gehalten von Gikiewicz. An Nachschuss kommt keiner ran, leider. Ja, langer Ball Augsburg. Der wird nochmal gefährlich. Anton legt halt Caligiuri den Ball mit der Kopfballklärung halt sowas von perfekt vor die Füße. Heilige Scheiße. Und der trifft ihn zum Glück überhaupt nicht. Senses Ding daneben. 101 Zuschauer. Schönes Ding. Schönes Ding, Jungs. Freut mich. Gerade bei so einem Spiel auf so einem Freitagabend mit so einem bescheuerten Stream freut das mich umso mehr. Schönes Ding. Schöne Zahl. Freut mich, Jungs. Hey, Manu, pfeif ab. Manu, pfeif das Spiel ab, Digga. Sosa. Jetzt ist der Ball weg. 2-1 Heimsieg. Oh. Heilige Scheiße. War das eine Geburt, ey. War das eine Geburt. Wir holen den 2-1 Sieg. Muss ich da Bälle eigentlich aktualisieren? Ne, sind auch auf Platz 9. Passt. Wir haben den personifizierten... Man ist ein bisschen böse, ne? Will jetzt gar nicht auf die persönliche Schiene gehen, ne? So. Aber rein fußballerisch, rein Trainer, rein vom Posten her, haben wir quasi unseren personifizierten Abstieg heute nochmal besiegt. Ist auch ein schönes Bild, bin ich ehrlich. Du besiegst quasi deinen Abstiegstrainer in der Saison nach dem Aufstieg und machst damit auch rechnerisch den Abstieg klar, machst damals die 40 Punkte klar, stehst bei 42 Punkten. Schwere Geburt, auch sogar wirklich nicht verkehrt heute, hätten sie nicht unentschieden verdient gehabt. Wir nehmen es sehr, sehr gerne mit. Wichtiger Heimsieg,